Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Erste Hilfe für den Hund mit Opcon. Wir sind wieder bei Opcon. Ich bin hier mit dem Fabian. Fabian, grüß dich erstmal. Hi. Schön, dass du Zeit hast für uns. Für alle, die den Fabian nicht kennen, wird sich gleich vorstellen. Wir waren schon mal hier bei ihm und haben mit ihm zusammen die Breech Pens gedreht. Wir hängen euch am Ende dieses Videos das Video mal an. Da könnt ihr euch mal angucken. Ist mal ein komplett anderes Thema, aber du bist sehr vielseitig, was du machst. Und deswegen erzähl uns vielleicht am besten einfach mal, was du generell so anbietest oder was du machst. Ja, gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Was machen wir prinzipiell? Ich habe die Firma Opcon seit mittlerweile 5,5 Jahren. Wir haben uns spezialisiert, man würde es wahrscheinlich heutzutage so sagen, für den Behördensektor. Das heißt, 75% unserer Kursformate sind für Polizei, Militär, Feuerwehr, THW, Rettungsdienste. Von der Thematik ist der Großteil, was sich so mittlerweile rauskristallisiert hat, Öffnungstechnik-Seminare, sprich für die Feuerwehr Türöffnungsmethoden, aber auch Fahrzeugtechnik teilweise mit drin. Das gleiche eben für Strafverfolgungsbehörden. Des Weiteren haben wir einen sehr großen Diensthundesektor, wo wir aber auch zivile Hunde mit reinnehmen. Einen Teil davon haben wir heute gemacht. Die nächste Stufe, der nächste Block, den wir quasi mit der Firma abhandeln, ist so das Projektmanagement um Trainingseinrichtungen, wo wir sagen, wie können wir bestehende Trainingsgelände, Trainingseinrichtungen von Behörden verbessern oder eventuell auch neue gestalten. Da hatten wir in der Vergangenheit schöne Projekte und haben für dieses und nächstes Jahr noch ein paar interessante Sachen. Sind wir sehr gespannt. Das sind die Schwerpunkte, sag ich. Bleiben wir auf jeden Fall mit am Ball und dabei, wenn wir dürfen. Ja, schauen wir mal. Ja, gerne. Genau, Stichwort Erste Hilfe Hund, hast du ja schon gesagt. Du bietest da Behördentraining an, also reine Behördenkurse für SEs oder wen auch immer. Und aber auch nochmal Kurse für Zivilisten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Oder gemischte Kurse, wo zum Beispiel auch Rettungskräfte vom THW und Feuerwehr mit dabei sind. So einen Kurs haben wir heute mal begleiten dürfen. Ich muss dazu sagen, ich persönlich habe jetzt keine Erfahrung mit Erste Hilfe für Hunde. Also ich habe selber auch keinen Hund, wie du ja auch. Ja, außerdem hier, genau. Und von daher war das ein extrem spannendes Thema für mich, weil das komplett Neuland war. Ich habe mich natürlich vorab ein bisschen informiert und habe von vielen Leuten, mit denen wir auch zusammenarbeiten, gehört, so dass die Kurse bei anderen, ohne jetzt da Schleichwerbung oder Schleim für dich hier zu hinterlassen, aber man hört halt schon viel, dass es da schon große Differenzen gibt bei den Kursen, dass es halt Kurse gibt von Rettungseinrichtungen, die da nicht mal einen Hund anwesend haben oder so. Und da muss ich sagen, das war hier schon extrem gut vorbereitet. Aber vielleicht sagst du kurz was zum Konzept dem Hundetraining. Sehr gerne. Also unser Diensthundekonzept oder Hundekonzept Opcon K9 im Allgemeinen gliedert sich wiederum in unterschiedliche Themengebiete. Ein Part ist eben die Erste Hilfe. Wir bieten auch Teambuilding-Module an, 3 verschiedene Module mit unterschiedlichen Inhalten, unterschiedlichen Schwierigkeitsleveln etc. Bieten auch Lehrgänge und Workshops im Bereich Stöbern, Spüren auch an. Jetzt der Part Erste Hilfe, wie wir es heute hatten, muss man auch wieder untergliedern. Wir haben den eintägigen Kurs, wie wir ihn heute hatten. Das ist ein vollgepackter, 9-stündiger, teilweise 10-stündiger Tag, wo wir ans Eingemachte gehen. Der ist primär für geschlossene Gruppen, eine Hundestaffel, die geschlossen bucht. Sei es jetzt von Polizei, THW, Rettungshundestaffel, völlig egal von wo. Wir haben ein Konzept, der zweitägig geht. Das heißt, der erste Tag, das ist ein 6-Stunden-Kurs, da holen wir eher den normalen Haustierbesitzer ab, der mit seinem Hund sich ein bisschen weiterbilden will, der vielleicht so die, ich nenne es mal, kleinen Gefahren des Alltags ein bisschen kennenlernen will und wissen will, wie kann ich meinen Hund versorgen, wenn mal die kleineren Dinge passieren. Und der Folgetag, der zweite Tag, der geht dann eher ans Eingemachte. Die meisten gehen vom Eintägigen auf den Zweitägigen mit über. Aber selbst die, jetzt salopp gesagt, das kleine Mütterchen, die Hausfrau, die halt daheim einen Labrador hat, den in keiner Form irgendwie als Arbeitstier nutzt, der reicht der erste Tag. Mhm. Und als Steigerung, die Krönung, ist dann unser 4-tägiger First Responder K9. Das ist quasi ein Kurs, wo wir ein Train-the-Trainer-Format haben. Sprich, wir bilden Multiplikatoren aus. Ein Beispiel, eine Hundestaffel schickt einen Hundetrainer, Hundeausbilder oder einen, ich sag mal, medizinisch Bewanderten schon. Der kommt 4 Tage zu uns, kriegt 2 Tage die geballte Ladung. Am dritten Tag gehen wir extrem auf Methodik und Didaktik der Ausbildung ein, weil eben die Methodik und Didaktik im Bereich Hundeausbildung sich ein bisschen unterscheidet zu Menschen. Es gibt ein paar Punkte, auf die wir eingehen müssen. Und der dritte Tag endet mit
Abschlusslagen, Kurzlagen, Abschlussprüfungen, Prüfungen, wo auch jeder Hundeführer 20 Minuten Vortrag, Praxis und Theorie halten muss. Und das sind eben die Kursformate, wo wir sagen, damit bedienen wir alle. Also nicht nur SE, das ist, weiß Gott, der kleinste Teil bei uns. Diensthundeführer, Polizei, Diensthundeführer, Militär sind bei uns. Aber eben auch die Rettungshunde, die Haustierbesitzer etc. Vom Prinzip, jeder, der einen Hund hat und der mit seinem Hund gut umgeht, darf bei uns jederzeit vorbeischauen. Das Schöne bei dir ist ja, die Expertise kommt aus dem militärischen Bereich, ja, und diese Geschichte Diensthunde kann man natürlich auch super auf die Haushunde anwenden, zumindest in bestimmten Maße. Ja, natürlich möchten wir jetzt nicht, dass die Hausfrau dann einen Spannungspneumothorax behebt oder so, ja, auf keinen Fall. Das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiges Thema. Tierschutz ist hier ein ganz großes Thema. Du hast mir vorhin gesagt, wenn wir jetzt hier selber aneinander üben würden, Erste Hilfe, können wir alles machen, können wir uns selber gegenseitig Zugänge legen. Dem Hund dürfte hier keinen Zugang legen, aus Grund des Tierschutzes. Also das steht bei euch immer an erster Stelle. Also wenn auch jemand kommt, der dann nicht so nett mit seinem Hund umgeht, wie ich das mal auf Hessisch gerade sage, dann wird er auch In seine Schranken gewiesen. Ganz klar, wir behalten uns das Recht vor, die Leute auch einfach rauszuschmeißen. Ja. Wenn ich der Meinung bin, jemand zwingt seinen Hund zu etwas, wo er nicht will, dann kriegt er eine Verwarnung beim zweiten Mal es einstellen. Weil wir haben ein großes Motto und das heißt immer, dass das Wohl des Hundes ist uns wichtiger als das Ego des Hundeführers. Mhm. Und das ist gerade bei dem Thema sehr wichtig, weil wir können den Hund nicht fragen, wie geht's dir gerade? Er kann es uns signalisieren, aber wir können es nicht wie bei Menschen abprüfen. Mhm. Und bei Mensch kann ich ja fast alles machen, rechtlich gesehen. Beim Hund sind wir eben rechtlich durch Tierschutzgesetz in gewissen Grenzen unterwegs, die wir nicht überschreiten dürfen, ganz klar, zum Wohl des Hundes. Und daran halten wir uns, müssen wir uns halten. Gibt auch keinen Grund, sich nicht dran zu halten. Natürlich gibt es teilweise mal Behörden, die aus anderen Ländern kommen, Schweiz, Österreich, wo wieder für die vor Ort ein anderes Gesetz zählt. Da müssen wir aber sagen, wenn wir bei euch sind, können wir gewisse Dinge machen. Wenn wir in Deutschland sind, halten wir uns ans deutsche Tierschutzgesetz. Genau. Perfekt. Weil alles andere macht keinen Sinn. Ja. Vom Kursaufbau her war es ja jetzt so heute an dem Tag. Im ersten Block ging es viel um Theorie, um die Anatomie des Hundes, aber eben auch so aufbereitet, dass es halt auch ein DAU, wie ich verstehe, also wirklich nicht mit medizinischen Fachbegriffen, sondern wirklich auch, dass man das als Laie verstehen kann. Auch mit schönen Eselsbrücken und Gedankensprüngen, wo man sagt, ah krass, okay, von dem Gesichtspunkt aus habe ich es noch gar nicht gesehen. Das kann ich für meinen Hund zu Hause auch anwenden. Und ich hatte auch mit einem Jäger hier mal gesprochen zwischendurch. Und der hat auch gesagt, so, ja, die Jäger, die geben so viel Geld aus für ihre Hunde, für die Zucht, für die Ausbildung des Hundes. Und dann wird irgendwo aber im Erste-Hilfe-Kurs gespart, was eigentlich total schade ist, weil... Ja. Es ist ja schon auch, also es ist ja ein Familienmitglied, ein Partner oder eben halt auch ein Teammitglied. Was auch immer, ganz genau. Ja. Und da sollte man auf jeden Fall nicht sparen. Ja, also das ist der Punkt eben, der bei uns, für uns Ausbilder auch wichtig ist. Es geht uns gar nicht darum zu sagen, ihr sollt nicht sparen, aber dann versucht euch das Fachwissen irgendwo herzuholen und nehmt Fachwissen. Nehmt nicht YouTube oder sonst was. Ich kann mich natürlich im Internet ein bisschen weiterbilden, aber die Fachexpertise muss irgendwo herkommen. Mhm. Und du hast es vorhin kurz genannt, es gibt Firmen oder Einrichtungen, sei es jetzt als Beispiel mal, ohne die zu meinen, ein Rotes Kreuz, ein deutsches Rotes Kreuz. Da wird zum Beispiel ein vierstündiger Kurs angeboten, da ist kein Hund anwesend oder nur ein Stofftier auf dem Tisch. Da muss ich sagen, ja, natürlich ist der Kurs nicht so teuer, natürlich geht der Kurs nicht lange. Die Frage ist immer, was bleibt hängen danach und was wird dann wirklich gemacht? Und bei uns ist das Schöne eben, dass wir mit unseren richtigen Hunden trainieren. Wir trainieren mit den Hunden der Teilnehmer, das ist immer ganz wichtig, weil diese Frage kommt ganz oft, können wir unseren Hund mitbringen? Und dann sage ich immer, also der Hund ist mir sogar lieber als der Mensch. Das ist tatsächlich bei vielen nicht sicher, ob die einen Hund für den Kurs mitbringen sollen. Aber sie sollen ja am Hund trainieren. Ja, natürlich, am besten. Ideal von einem eigenen. Natürlich haben wir auch unsere Hundepuppen, 20 Kilo, 30 Kilo. Die nehmen wir aber dann, wenn es um Trage- und Bergetechniken geht. Weil wenn die mal runterfallen sollte, ist nicht ganz so schlimm. Ja. Beim echten Hund will ich es natürlich vermeiden. Genau. Und was uns, glaube ich, noch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, was wir halt haben, die Ausbilderkonstellation. Ne? Wir haben nicht nur Hundeführer oder ehemalige Hundeführer oder Diensthundeausbilder. Wir haben Leute mit medizinischem Hintergrund, aus dem Humanmedizinischen, aus dem Veterinärmedizinischen. Wir können auf einen Tierarzt zugreifen, der, wenn eine Behörde fordert, ja, wir müssen aber einen Arzt mit anwesend haben, dann haben wir einen Arzt mit anwesend. Das ist nicht das Problem. Und wir sagen auch immer ganz klar, wie in meinem Fall, ich war nie Hundeführer.
Ich kenne mich mit Hunden aus, ich hatte immer schon mit Hunden zu tun, aber ich war nie Hundeführer. Das bedeutet, das Schöne ist, ich muss mich gar nicht gegenüber den Teilnehmern profilieren, wer der coolere Hundeführer ist. Weil ich weiß es von vornherein, ich war nie einer, ich bin nie einer, ich werde nie einer sein wahrscheinlich. Ist aber auch gar nicht mein Schwerpunkt, weil meine Expertise ist dann eher die Medizin am Hund. Mhm. Und ich muss kein Hundeführer sein, um einem Hund helfen zu können oder es einem ausbilden zu können. Das war auch was, was ich für mich persönlich mitgenommen heute habe. Du hast ja auch gesagt, auch wenn du jetzt keinen Hund hast, du kommst vielleicht mal in eine Situation, wo du einem Hund helfen kannst. Ja. Und selbst wenn das bisschen, was heute hier hängen geblieben ist, das kann schon durchaus helfen. Ja. Definitiv, ja. Ja, dann sind wir auch gerade wieder zurückgesprungen auf den Punkt der Thematiken. Wir hatten es gesagt, erster Teil, im ersten Block haben wir viel Theorie über die Anatomie des Hundes gelernt. Im zweiten Teil ging es dann um die Anwendung quasi nach dem March-Prinzip. Vielleicht magst du da kurz was zu, ganz kurz nur anreißen. Ja. Wir wollen ja nicht den ganzen Kurs verraten. Ne? Nein, ach, das würde zu lange dauern. Ja. 9,5 Stunden oder 10? Also es ist kein Geheimnis. Die Ausbilder von uns sind alle mit behördlichem Hintergrund, alle militärisch geprägt. Bei dem einen ist es länger her als beim anderen. Im zivilen Rettungsdienst, wenn wir jetzt gerade vom March von einem Schema sprechen, wie ich ein Untersuchungsschema für einen verletzten Hund anwende, im Zivilen reden wir von dem CABCDE-Schema oder teilweise XABCDE-Schema. Das ist einfach eine Hilfestellung, an der ich mich entlanghangel, um nichts zu vergessen bei der Untersuchung. Sei es jetzt bei der Anamnese, sei es beim Bodycheck nach Verletzungen etc. durchgucken, sei es jetzt äußere Verletzungen, innere Verletzungen, Allgemeinzustand des Hundes, Vitalparameter, was auch immer. Und das MART-Schema ist eben ein Schema, das eh aus dem Militärischen schon kommt, was man in der Humanmedizin nutzt. Und das wurde einfach abgewandelt, nicht von uns, weiß Gott, aber es ist eine gute Abwandlung, also nutzt man sie, weil es international bekannt hat ein bisschen mehr Buchstaben, 2H, 3M, aber wandelt oder hilft mir einfach, auch in Stresssituationen immer strikt nach dem Schema vorzugehen, damit ich nichts vergesse von der Schnauze bis hin zur Rutenspitze. Ist alles mit dabei, ja. Alles abgehandelt. Und das ist natürlich dann auch schon die Basis gewesen für die folgenden Module, Sprichwort starke Blutung, leichte Blutung, also das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, gerade auch im jagdlichen Bereich oder eben als Dienst im Diensthundebereich. Zivil kann natürlich auch passieren, dass der Hund mal im Feld über einen Stacheldraht springt. Das Risiko ist halt geringer. Ist geringer, ja. Definitiv, aber man sollte auf jeden Fall mal wissen, was zu tun ist, ja, weil der Hund hat halt einfach eine andere Anatomie als der Mensch, ja, also gerade auch wenn es jetzt hier, wir kennen es bei uns auf dem Kanal, beim Arm, spritzt, Tourniquet ist beim Hund mit einem regulären Tourniquet schon Essig, ja, weil das geht halt nicht, das Bein ist halt schmäler. Ja. Genau. Das heißt, das Thema haben wir heute intensiv behandelt. Lass mich mal überlegen, jetzt muss ich ja glänzen, was wir alles noch gemacht haben. dein Lieblingsthema, Hypothermie, vielleicht magst du da kurz was zu sagen. Ja, also ich bin so ein Verfechter von Unterkühlung bzw. Hypothermie, Prävention. Ja. Klar, es ist alles schick, wenn ich ein teures Tourniquet habe und ich weiß, wie es funktioniert, bringt mir nur alles leider nichts, wenn mein Hund schon so weit unterkühlt ist, dass die Blutgerinnung gar nicht mehr richtig funktioniert oder eben beeinträchtigt ist. Und deswegen machen wir eben nicht nur, wir machen hier ein Tourniquet dran oder ein Israeli-Bandage drauf und machen, wir stoppen die Blutung und wir machen ein bisschen stabile Seitenlage und wir wissen, wie man Hund tragen, sondern wir gehen halt wirklich in die Medizin rein. Also wir gehen viel tiefer in die Materie, als es vermutlich die Durchschnittsanbieter auf dem Markt so machen. Selbst bei einem DRK würde ich behaupten, dass sie nicht so tief in die Materie eintauchen, wie wir es tun. Und wir unterscheiden halt schon auf die Zielgruppe, habe ich jetzt Jäger vor mir sitzen, Jagdhundeführer, dann gehe ich natürlich spezifisch auf jagdtypische Unfälle ein. Habe ich Rettungshundeführer, die vielleicht Flächenhunde haben oder Trümmerhunde haben, dann gehe ich halt auf diese Verletzungsmuster ein, die dort primär auftreten könnten. Habe ich Diensthunde, dann gehe ich natürlich vielleicht eher auf Hieb- und Stichwaffen oder Schussverletzungen ein. Also da unterscheiden wir schon. Und bei dem normalen Haustierbesitzer geht es einfach darum, dass wir sagen, was kann zu Hause passieren? Vergiftung, unterwegs mal umgeknickt, in Scherben reingetreten. Das, was vermeintlich am öftesten vorkommt, aber am wenigsten behandelt wird. Mhm. Ja. Ja, und du hast gerade auch gesagt, Stichwort Stichwunden oder Schusswunden. Das fand ich heute auch extrem cool, dass ihr Themen, die für die Teilnehmer hier vielleicht eher uninteressant waren, aber trotzdem mal angerissen hat. Also Stichwort Woundpacking haben wir ja auch gemacht, dass man einfach mal sieht, was passiert beim Woundpacking, beim Hund ähnlich wie beim Menschen auch, ja. Aber eben halt nicht so tief rein oder auch den Leuten direkt gesagt, das ist wirklich schon was
harter Tobak ist. Ja, genauso auch spannungsbundener Tobak, das habt ihr auch gesagt. Das zeigen wir euch nicht, weil da kann man sehr, sehr viel falsch machen. Kann man im schlimmsten Fall den Hund töten. Und das braucht man auch nicht in dem Fall. Ja, also. Ja, man muss ganz klar den Einsatzzweck des Hundes unterscheiden. Ja. Natürlich, wenn ich einen polizeilichen Diensthund habe, da ist die Gefahr von Stichverletzungen im Thoraxbereich, von Schussverletzungen um ein wesentliches höher, wie jetzt beim normalen Golden Retriever, der bei der Familie Müller zu Hause das Haustier ist. Ja. Habe ich einen Rettungshund, ist die Gefahr in einem Trümmergelände von einer Pfählungsverletzung auch sehr vakant. Mhm. So, was macht den Unterschied aus? Ob ich jetzt einen Täter habe, der mit dem Messer zusticht, oder ob es ein Bewährungsstahl ist, der irgendwo raussteht und zusticht. Im ersten Moment habe ich natürlich die taktische Lage, die sich anders gliedert, aber die Versorgung ist immer die gleiche. Mhm. Und ein Loch ist ein Loch, ob das jetzt von einem Geschoss kommt, von einem Messer kommt, von einem Keiler kommt, der mit den Waffen reinhaut und den Jagdhund verletzt. Die Vorgehensweise, die Behandlung ist immer die gleiche, nur die taktische Ausgangslage ist eine andere, wenn wir beim Jagdlichen oder beim Rettungshund von Taktik reden können. Ja. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch, oder willst du noch zu irgendeinem anderen Modul was kurz sagen? Ansonsten würde ich jetzt so. Ja, also wir versuchen die Module so aufzubauen, dass wir wirklich mit den Basics beginnen, auch was die Vorgehensweise am Hund betrifft. Was ist eine Anamnese? Was sind die Vitalparameter beim Hund laut Lehrbuch? Mhm. Und immer ganz wichtig, wie ist es bei euren eigenen Hunden? Weil ich kann was vom Lehrbuch erzählen, das interessiert mich aber nicht, wenn mein Hund einfach andere Pulswerte, andere Atemfrequenzen hat etc. Das heißt, wir versuchen, die Thematik selbst für einen Anfänger, der noch nie mit der Medizin was zu tun hatte, langsam aufzubauen und steigern uns dann von der Theorie immer mehr und mehr in die Praxis rein. Ja, das heißt, wir haben Themengebiete wie Schockarten, 5 verschiedene Schockarten, die wir ansprechen. Wir haben, wie du gesagt hast, Spannungspneumothorax, den wir mit ansprechen. Und da geht es tatsächlich auch so ein bisschen um dieses, wir wollen den Mythos nehmen. Viele kennen Spannungspneumothorax und eine Entlastungspunktion oder bei Magendreher. Mhm. Von irgendwo einem Video irgendwo gehört oder mal ein YouTube-Video gesehen und denken dann, okay, sie wissen jetzt, um was es geht. Mhm. Deswegen sprechen wir das Thema schon an. Wir erklären auch, um was es dabei geht und wie das funktioniert an sich, wie ich vorgehe. Wir zeigen es aber nicht vor und wir üben es nicht. Weil da sagen wir ganz klar, das ist so eine invasive Maßnahme, die ist Behörden vorbehalten. Ja. Weil da ist der Hund nicht Haustier, sondern Einsatzmittel der Behörde. Da entscheidet der Dienstherr, was gemacht werden darf und was nicht. Und da da bieten wir es an, bei Zivilisten ähnlich wie mit dem Wundpacking. Wir versuchen mit diesem Mythos aufzuräumen und sagen halt, warum machen wir es, warum führen wir es mal vor, damit man einen Eindruck davon kriegt. Und damit man weiß, okay, die wissen, was sie sagen, die wissen, wovon sie sprechen. Und dann kann ich vielleicht eher einschätzen, welche Videos ich mir auf YouTube angucke oder eben nicht. Und auch eben um dem Teilnehmer hier den Respekt oder die gewisse Achtung vor der Sache zu geben, um halt zu sagen, okay, wo komme ich selber noch mit klar, was kann ich noch machen und was nicht. Und das, ich finde, das habt ihr wirklich gut rübergebracht heute in dem Kurs. Zum Schluss gab es dann noch mal ein paar Lagen, da war auch noch mal das Mountpacking mit dabei. Ihr habt Rettung vom Hochsitz gemacht, das war auch ganz cool. Also ging es einfach um eine Bergeübung, Trageübung von einer erhöhten Position. Das kann ein Hochsitz sein für die Jagdhunde als Beispiel, das kann auch mal eine erhöhte, eingestürztes Trümmergebäude sein, das kann aber auch beispielsweise ein Diensthund vom Zoll sein, der im Hafen unterwegs ist, auf irgendeinem Container oder einfach diese Methode, wie kriege ich einen Hund von oben nach unten. Und generell dann auch das Thema Transport, wie kriege ich den Hund dann von da aus weiter, wie kann ich mir helfen, wenn ich jetzt kein spezielles Transportmittel habe für den Hund, wie kann ich ihn irgendwo sicher wegbringen, wenn zeitkritisch ist. Ja, solche Themen waren heute mit drin. Und natürlich auch nochmal so gestellte Einsatzlagen, die haben wir unten im Keller gemacht. Ja, da waren dann so Themen wie, wo im Endeffekt auch nochmal das Ganze vom Tag mit reingepackt wurde. Also genau, wie so eine kleine Abschlusslage, wo wir einfach kombiniert unterschiedliche Lagen vorgeben, aber den Stresslevel leicht erhöhen für die Teilnehmer. Genau. Wichtig immer für uns, Stresslevel für die Teilnehmer, weil von einem Mensch kann ich es erwarten. Bei einem Hund, dadurch haben wir halt immer die Möglichkeit durchzutauschen, wenn jeder seinen Hund mit hat, dass die Hunde nicht den ganzen Tag gefordert werden, weil das wäre unzweckmäßig, dass die Hunde falsche Verknüpfung kriegen oder Angst kriegen vor irgendwas, sondern die haben mal eine Viertelstunde Arbeit, eine Stunde Pause, mal wieder 10 Minuten Arbeit, wieder eine Stunde Pause. Und die Teilnehmer, die zahlen dafür, die können auch rangenommen werden. Bei so einem wichtigen Thema definitiv nie verkehrt. Von den Teilnehmern haben wir uns auch mal 3 herausgepickt, die Lust hatten, vor die Kamera zu gehen und haben die mal gefragt, wie sie den Tag fanden, wo sie herkommen, was ihr Hintergrund ist und so. Die zeigen wir euch jetzt einmal kurz und dann geht es dann auch schon in die Abmoderation.
Ich habe mir jetzt mal als erstes hier die Susanne geschnappt. Susanne, hi, danke, dass du da bist und dass du uns hier ein paar Fragen beantwortest. Du hast einen ganz schön weiten Anreiseweg. Du kommst von Nürnberg. Ja. Erzähl doch mal, warum bist du hier heute bei dem Erste-Hilfe-Kurs für Hunde? Also primär natürlich erstmal für mich. Ich bin Hundehalterin, Erste Hilfe, Hunde wahnsinnig wichtig. Bin viel und gerne draußen unterwegs. Ich arbeite meine Hunde auch. Und warum ich so einen langen Anreiseweg auf mich nehme, ist ganz klar, weil Opcon aus den vielen, vielen Anbietern an Erste Hilfe für mich total raussteht. Du hast auch schon mal einen Kurs hier besucht, ne? Genau, der erste Kurs, den ich besucht habe, war das Teambuilding. Ja. Und das hat mich ehrlich gesagt so geflasht, da bin ich mit einem Riesengrinsen nach Hause gefahren, wie ich es heute wahrscheinlich auch mache. Und da war für mich klar, das wird nicht der letzte Kurs gewesen sein. Und was war jetzt für heute dein Highlight? Was hat dir besonders gut gefallen oder was ist das so? Das Üben, das Anfassen, das Umgehen mit den Materialien am Hund, muss man vielleicht auch sagen. Man sieht's, meine kleine Frankie Maus ist eine Mischlingshündin. Ich habe noch einen Rottweiler. Opcon ist ein Anbieter, der alle Hunderassen willkommen heißt. Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Es wird sehr individuell auf die Bedürfnisse eingegangen und das gibt mir die Möglichkeit, dass ich am Hund das üben kann, was ich brauche, sehr praktisch, situationsnah, das, was halt auf einen Hundehalter zukommt, wenn mal was passiert. Voll cool, ja, super. Also uns hat es auch mega gefallen. Ich bin mal gespannt, was die anderen Teilnehmer noch so sagen, die wir jetzt hier einladen und dann danke ich dir. Gerne und das heißt immer nur, bis zum nächsten Kurs. Genau. Als nächstes habe ich mir den Johannes gekrallt. Du hast einen jagdlichen Hintergrund, das ist ja auch schön bei dem Erste-Hilfe-Kurs für Hunde von Opcon, dass man im Endeffekt kreuz und quer aus allen Gruppen was hat. Wir haben hier vom THW Leute, wir haben hier Zivilisten, wir haben Jäger. Erzähl doch mal kurz, warum bist du heute hergekommen? Also ich bin Förster und Jäger, habe den Hund eigentlich jeden Tag im Wald mit dabei und als Stöberhund und Nachsuchenhund ist er natürlich jagdlich auch stark gefordert und seinen Vorgänger habe ich an ein Wildschwein verloren. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich im Notfall helfen kann und alles tun kann, was ich eben vor Ort auch leisten kann, damit mein Jagdgefährte ein möglichst langes Leben hat. Ja, sehr cool. Und was war dein Highlight heute für den Tag? Was hat dir besonders gut gefallen? Oder was ist, denkst du, was für dich, für deine Ausübung oder für die Praxis dir am meisten bringt, was wir heute gemacht haben? Also zum einen hat es mir nochmal gebracht, die Verbindung zu meinem Hund durch die praktischen Übungen, wo man seinen Hund auch nochmal ganz anders anfasst. Dass man einfach ein Gespür dafür hat, was weiß der Hund, was muss ich zu Hause noch üben, wo sind die Hausaufgaben. Und dann natürlich, man kann alles in die Hand nehmen, es ist alles im Überfluss da, es wird nicht gespart und es wird auf jeden Hund eingegangen, weil jeder Hund bringt auch halt einen anderen Hintergrund mit. Für dich wird es wahrscheinlich auch besonders challenging, sage ich mal, weil wenn was ist, musst du es alleine machen, weil du bist ja alleine im Wald. Ne? Wir haben ja sehr viele Übungen heute richtig, im Team auch genau, gemacht. Ja? Und du hast ja auch gesehen, viele Sachen brauchst du auch, aber das liegt jetzt natürlich auch daran, dass es neu für die Hunde ist. Richtig. Ich denke mal, wenn du das jetzt viel übst und alleine mit dem Hund machst, dann kriegt ihr das auch super alleine hin. Was eben auch noch der wichtige Punkt ist, dass wir ein Erste-Hilfe-Paket, quasi eine Tasche als Ausrüstung vorgeschlagen bekommen, wo ich sage, das ist für mich genau das Richtige, das schnalle ich mir an Gürtel, das kann ich bei der Arbeit im Auto lassen und das kann ich bei der Jagd an mein Gear schnallen und ich weiß, was ich zu tun habe, wenn es soweit ist. Ja, finde ich wirklich sehr wichtiges Thema. Ich hatte es vorhin noch mit Steven aus unserem Team, der ist auch Jäger und der hat gesagt, es ist Wahnsinn, es gibt so viele Jäger, die geben ein unheimliches Geld aus für den Hund, für die Züchtung, für die Ausbildung. Ja? Und dann wird am Erste-Hilfe-Kurs gespart, sagen sie, da möchte ich nicht, das brauche ich nicht und Blödsinn. Und das ist eigentlich völliger Irrsinn. Also ich finde es super, dass du das machst und genau der Richtige. Er ist jetzt 2,5. Die erste Anwärmsaison hat er schon hinter sich. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir in den nächsten Jahren verdammt viel im Wald unterwegs sein werden. Und wie gesagt, da muss man sich einfach vorbereiten und so gesehen, genau wie du sagst, das Verhältnis zwischen dem, was man sonst für die Jagd oder für die Ausrüstung ausgibt und dem, was dieser Kurs kostet, also da sollte man den einen Tag auf jeden Fall hier verbringen. Das haben wir heute auch mitgenommen. Vielen, vielen Dank für das kleine Interview. Dann schauen wir mal, wen wir noch vor die Kamera kriegen. Super.
Zum Schluss habe ich mir noch die Katja geholt hier für ein kleines Interview. Katja, hallo, danke, dass du da bist und uns einmal kurz hier Rede und Antwort stehst. Die Katja ist angehende Ärztin, für Menschen wohlgemerkt. Was hat dich dazu bewegt, hier einen Kurs zu machen für Erste Hilfe für Hunde? Hunde. Ich bin tatsächlich seit ungefähr 1,5 Jahren im THW. Aha. Mit der Cookie als, wir bilden die jetzt aus zum Rettungs- und Suchhund im THW. Und da ist es natürlich irgendwie naheliegend, dass wir, oder dass ich zumindest mit meinem Hintergrund auch einen Erste-Hilfe-Kurs mache. A, um natürlich für meinen Hund da zu sein, aber auch für die Gruppe macht natürlich Sinn. Und was hat dir heute am besten gefallen? Also wo hast du am meisten mitgenommen bei den Modulen? So mein Highlight? Ja, dein Highlight. Mein Highlight ist natürlich, also prinzipiell gibt es ja auch in der Humanmedizin, diese schönen Abkürzungen, wo man dann einfach mal weiß, wie man vorgeht. Ja. Und das war mir, also das Schema, das war mir so nicht klar. In der Humanmedizin gibt es das ABCDE-Schema und hier haben wir halt ein anderes Schema, gerade auch mit dem Maulkorb. Und das fand ich ganz toll. Also das ist so das Haupt. Das ist total spannend. Das hat eigentlich jetzt jeder gesagt, den wir hier hatten, dass dieses Abarbeiten, dass das halt sehr viel Sicherheit gibt und eben halt auch, ich kenne es aus der IT, dass man Fehler ausschließt. Ja, dass man, ist ja in der Medizin ähnlich. Ja, man versucht irgendwie zu gucken, was ist es nicht erstmal, ja, weil es ja einfacher ist als in die andere Richtung. Und gerade in Stresssituationen hat man einfach ein Schema, das sehr einfach ist, an dem man sich langhangeln kann. Ne? Ja. Und das finde ich natürlich sehr gut. Sehr cool. Ja, und denkst du, du wirst noch weitere Kurse hier von Opcon besuchen? Hat es dir gefallen? Oder? Ja, unbedingt. Also, war dein erster Kurs hier, oder? War mein erster Kurs, genau. Aber ich liebe Eugel schon mit dem Viertageskurs, sagen. Ja, genau. Cool. Ja, dann schauen wir mal, vielleicht sind wir da auch wieder vor Ort. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Und dann schauen wir mal zurück zum Fabian und dann moderieren wir das Ganze hier mal noch ab. Ich danke euch. So, da sind wir wieder. Ihr habt es gesehen, das ist große Begeisterung da. Viele haben jetzt gesagt, dass ihnen der Bodycheck und auch dieses March-System am besten gefallen hat. Ja, also ich glaube, da nehmen halt die meisten Leute was mit, weil es ihnen unwahrscheinlich viel Sicherheit gibt, die Sache zu kontrollieren. Ja, also der Hund hat irgendwas und wenn ich mit dem Ausschlussverfahren schon mal da ein paar Sachen ausgrenzen kann, ich glaube, da wird man selber als Hundebesitzer oder auch eben als Helfer sicherer im Umgang und ich denke, das ist die Hauptbotschaft. Definitiv. Also man merkt, du hast nicht nur gearbeitet, sondern auch viel mitgenommen, weil ab und zu habe ich Symptome, wo ich nicht auf die Verletzung komme, gerade wenn es internistische Dinge sind. Ich kann nicht jeden pathologischen Notfall sofort erkennen. Ist oder in der Humanmedizin so. Ist in der Humanmedizin ähnlich. Wenn wir aber ein Schema haben, an dem ich mich langhammel, wo wir wieder zum March vom Anfang kommen, da kann ich Handlungssicherheit schaffen. Ob das jetzt eine Blutung ist oder eine Kopfverletzung oder ein Magendreher, völlig egal. Aber da gebe ich den Leuten eine Sicherheit mit an die Hand, wo sie ständig trainieren können. Und durch das Training werden sie besser, dadurch werden sie ruhiger, sie beruhigen sich in Stresssituationen, können sie besser arbeiten. Und selbst wenn ich nicht rausfinde, was für ein Problem ich habe, ich kann zumindest Dinge ausschließen, wodurch ich entweder Zeit gewinne oder Behandlungsmethoden eingrenzen kann. Und darum geht es unterm Strich. Oftmals auch zu sagen, ich habe nicht immer ein riesen Medipack dabei, ich habe nicht immer Gucci-Ausstattung dabei, ab und zu habe ich nichts dabei und dann muss ich improvisieren. Hm. Und das ist ein wichtiger Faktor für uns immer. Ich kann die teuerste Ausrüstung haben, wenn ich damit nicht umgehen kann, bringt es mir nichts. Also versuchen wir, Material zu zeigen, Behandlungsschritte zu zeigen, aber eben auch viel Improvisation mit reinzubringen. Ja, also uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Wir haben da wirklich auch was mitgenommen, habt ihr ja gemerkt. Gut, ja, die Hundehaarallergie. Die Hundehaarallergie, ja, die habe ich auch. Aber ja, war auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich denke, da werden wir auch noch häufiger von dir mal was mit reinnehmen im Bereich. Wenn es euch interessiert, klar, schreibt es in die Kommentare im Hundebereich. Den Kurs kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr Hundebesitzer seid und euer Hund euch am Herzen liegt oder auch mehrere Hunde am Herzen liegen und Hundinnen und jetzt müssen wir ja immer korrekt. Hündinnen, ja. Hund, Hündinnen und Hunde, ja, ihr wisst Bescheid. Ja, möchtest du noch zum Abschluss irgendwas sagen? Für mich war es ein erfolgreicher Tag, weil alle Teilnehmer haben was gelernt. Denke. Es sind alle mit einem Lachen angekommen, mit einem Lachen gegangen. Das heißt, entweder sind sie nur ehrlich oder sie lügen gut. Aber ich glaube, die waren zufrieden. Jedem was mitgebracht. Das Schöne, was man heute gesehen hat, wir hatten unterschiedliche Leistungsstände drin. Wir hatten von der Ärztin über die Tierarzthelferin, über Jagdhundeführer, über den nur Haustierbesitzer, Rettungshundeführer. Wir hatten THW ein bisschen. Ja, THW. Bunt gemischt, auch der Leistungsstand medizinisch bunt gemischt. Und
Wir haben es hingekriegt, in jeder Lage den Abholpunkt zu schaffen. Und das und die Ausgangslage... Das hat sich keiner gelangweilt. Genau. Keiner hat sich gelangweilt und keiner war aber auch überfordert. Ja. Und da ist das Gute, wenn man halt 3-4 Ausbilder hat. Wir sagen immer, wir versuchen maximal 4-5 Teilnehmer pro Ausbilder, beziehungsweise bei dem Kurs arbeiten wir in Buddy-Teams, also sind wir bei 10 Teilnehmern maximal pro Ausbilder. Das bedeutet, ich kann einfach sicherstellen, dass ich die Fehler, die die Leute machen, die kann ich erkennen sofort und kann sie halt sofort ansprechen. Und das ist für uns immer das Wichtige, dass die Leute sagen, auch wenn sie vielleicht nicht mit allem begeistert waren, aber die Qualität Ausbilder zu Teilnehmer, die stimmt. Und das ist das Wichtigste. Sehen wir genauso. Wenn ihr mehr zu den Trainings von Opcorn wissen wollt, schaut mal auf der Webseite vorbei. Der Link ist unten eingeblendet. Der Fabian ist da immer sehr bemüht, die Leute abzuholen. Und dein Team natürlich auch. Wenn ihr da irgendwie mal einen Kurs besuchen wollt, dann schaut da, wie gesagt, mal rein. Fabian, vielen, vielen Dank für die Chance. Ich danke euch vielmals. Hat mich wieder sehr gefreut. War auf jeden Fall eine coole Sache. Wir kommen wieder, wenn wir dürfen. Ja, und immer. Und ansonsten schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Wir hoffen, wir konnten da ein bisschen was vermitteln vom Kurs. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.